Hallöchen, wir spielen wieder SnowRunner und ja, es geht weiter. Ich habe die Brücke habe ich repariert und jetzt habe ich quasi einen neuen Auftrag. Und zwar, wenn ich den Tankauflieger hole, haben sie mir gesagt, den Tankauflieger, dann kriege ich dafür so einen alten riesigen LKW und das will ich jetzt versuchen. Bevor ich den Tankauflieger hole, muss ich noch tanken. So, nachtanken. Gut. So, wir versuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch woanders lang fahren kann. Der Tankauflieger ist da oben. Ich könnte versuchen, da hochzukommen, aber bin mir nicht sicher. Ich wäre eigentlich fast da hochgefahren. Ah, okay, wir fahren da hinten lang. Obwohl, wenn ich hier lang fahre, können die noch den Tankanhänger mitnehmen. Hierher ziehen, tanken und dann hochfahren. Ich glaube, so machen wir es. So war auch die erste Idee. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir versuchen, wir haben das sibirische Monster. Und ein Pö. So, diesmal nehmen wir hier den Weg hier lang. So wie wir schon den LKW rausgezogen haben. So, ich schaue noch, wo der Tankauflieger ist. Der andere Treibstofftank, damit ich den rausziehen kann. Autsch. So, wo ist denn der? Da kommen wir jetzt vorbei, okay. Aufgabe, was ist denn das wieder? Unser Truck hat unseren Tankanhänger auf der Straße zurückgelassen. Der Truck ist für eine Notreparatur unterwegs und der Anhänger steht hier. Anhänger zum Tankstelle und du bekommst Geld dafür. Ja, das ist eigentlich nicht meine Idee gewesen. Ich glaube, den Auftrag. Wir können den annehmen, aber wir machen den später.
Das Einzige, wo wir noch ein bisschen Risiko haben, ist, damit wir die falsche Sattelplatte montiert haben. Es gibt eine hohe und es gibt eine niedrige. Und wir haben die niedrige Sattelplatte montiert. So, aber ich will den fetten LKW natürlich haben, den es dafür als Belohnung gibt. Nur deswegen, nein, wir helfen natürlich gern. Denken ja nicht bloß immer an Profit. So, er fährt den Berg hoch wie eine wie ein junger, keine Ahnung. Oh, jetzt haben wir ein kleines Problem. Uns geht die Karre kaputt. Ach du Kacke, wo geht denn hier der Weg lang? Scheiße. Verflucht nochmal. Nee, auch nicht. Schade. So, komm schon, geh bloß bergauf. Das hat aber auch hier verrücktes Gelände. So, ich hoffe, hier hinter der nächsten Kurve steht das Ding. Weiß nicht, ob das ein Weg ist. Wir fahren einfach mal hier lang. Sieht nicht so aus, als ob das hier der Weg ist. Ich glaube, ich bin falsch. Oh, macht keinen Blödsinn. Wir kippen hier nicht um. Boah, ey. Okay, da wäre der Weg wahrscheinlich auch nicht besser. Sind wir noch richtig? Also hier sieht aus, ob hier zu ist. Mach mir nicht fertig, ey. Da hat es doch einen Steinschlag gegeben.
Also den Weg zurück können wir auf jeden Fall nicht nehmen. Oh. Okay, wir haben auf jeden Fall mal so einen Wachturm freigeschalten. Das ist ja komplett verrückt. Wie soll ich denn da hinkommen, bitteschön? So, die Streckenführung, die Streckenwahl war nicht die beste meinerseits. So, und irgendwann geht mir natürlich auch der Treibstoff alle. Das war so alles nicht geplant hier. Ja, wir fahren einfach mal da lang. So, sehr vertrauenserweckend hier. Die Brücke. Oh, ich habe es komplett falsch gemacht. Ich hätte den Tankauflieger da hochbringen sollen. Jetzt haben wir es. Ich habe komplett verkehrt gemacht. Ich hätte den Tankauflieger transportieren müssen. Ich dachte, ich muss den holen.
Und ich bin irgendwie noch verkehrt gefahren. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Also wir haben auf jeden Fall einen schönen Ausflug gemacht bis jetzt. Und ich glaube, den Anhänger kann ich auch gar nicht hier an die Karre machen. Wir schauen. Auf jeden Fall haben wir einen Wachturm freigeschalten, einen Aussichtspunkt. Boah, das macht die Sache nicht besser, wenn das regnet hier. Irgendwo bin ich da verkehrt abgebogen, da habe ich noch überlegt, wo ich langfahren soll. Auf jeden Fall haben wir den Aussichtspunkt freigeschalten. Super. So, da waren wir schon mal. Das Geräusch hatten wir auch schon mal. Oh, da kommen die Steine mit hinterher geputzelt. Scheiße. Ich bin irgendwie fest. Hallo? Ich muss mal den Po rumziehen, glaube ich.
So, das wäre der Anhänger, den kann ich aber nicht anbringen. Also heißt es. Aber ich kann den an die Winde hängen. Und kann den natürlich mit dem LKW hochzerren. Theoretisch. Wir versuchen das mal. Wenn nicht, muss ich erstmal noch einen Anhänger, ein Auto besorgen. Ich habe nämlich gar keins momentan in der Nähe. Sie haben ja nicht gesagt, wie ich es transportieren soll. Sie haben nur gesagt, ich soll es transportieren. Komm schon. So, wir haben jetzt schon im Vorfeld den Weg erkundet, jetzt können wir da auch. Den Weg wieder zurückfahren und sollten das dann vielleicht hinbekommen, damit wir am Ende. Am Ende den Lastwagen bekommen als Belohnung. So, und Sie haben auch nicht gesagt, damit ich keinen Treibstoff von da nehmen darf. Sie haben nur gesagt, ich soll den Anhänger liefern. Also von Treibstoff, nicht Treibstoff nehmen, stand da nichts drin. So, jetzt muss ich noch irgendwie dahin. Aber auch keine Ahnung, wo man da eigentlich. Es geht wahrscheinlich bloß dadurch.
Jawohl. Das Ziel ist in Sicht. Er muss hinterm Haus. Boah, ey. Scheiße, das ist ja mal ein Monster. Ich muss den aber erst reparieren. Puh. Der braucht ein bisschen Zuwendung. Ich werde mal schauen, damit ich meinen Reparatur-LKW herbekomme. Aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.